Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin heute in Köflach. Heute ist genau Freitag, der 30. Oktober, die ordentliche Mitgliederhauptversammlung der Sozialdemokraten und erster Kandidat, Ingenieur Willi Zagler. Und wir hören im Hintergrund jetzt genau, die Wahl ist soeben im Gang und wir sind natürlich gespannt, was wird hier entschieden. Ist es eine Mate Wiesn, so auf Weststeirisch, oder was kommt raus? Wir schauen einmal. Keine leichte Aufgabe hatte Bürgermeister Willi Zagler sich für diese Vollversammlung gestellt. Hat er doch im Vorfeld schon in den eigenen Reihen aufgrund seiner Umstrukturierung der Kandidatenliste für Unruhe gesorgt. Nicht alle geladenen Delegierten waren, aus welchem Grund auch immer, zu diesem Parteitag erschienen. Willi Zagler rief in seinen Ausführungen an seinem ersten Parteitag als Gemeindeoberhaupt zur Geschlossenheit auf. Nur so kann positiv für die Stadt Köflach gearbeitet werden, meint er. Bei seinen Ausführungen wurden die Projekte vergangener Jahre, welche noch vom Altbürgermeister Franz Buchegger geleitet wurden, bei dem sich Zagler auch sehr herzlich für seine Verdienste um die Stadt Köflach bedankte, den Mitgliedern präsentiert. Für die kommenden Jahre will Zagler den Tourismus weiter ausbauen und möchte, dass Köflach zur Kurstadt avanciert. Jedoch nur mit Industrie, Handel und Gewerbe als Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Im Anschluss hatten alle, die im Zusammenhang der Sozialdemokratischen Partei geltenden Institutionen, die Möglichkeit, ihre Leistungen bzw. Vorstellungen dem Gremium zu unterbreiten. Unter anderem präsentierten auch die Kinderfreunde ihre Aktivitäten und vor allem die Urkunde für besondere Leistungen. Im Vorfeld wollten wir von Altbürgermeister Werner Skrabitz, der an diesem Tag auch seinen 71. Geburtstag feierte, seine Meinung über die Chancen von Willi Zagler bei der Wahl in Erfahrung bringen. Und jetzt aber gleich die Frage zur ordentlichen Mitgliederhauptversammlung. Gehst du nach wie vor sehr gerne? Ja, selbstverständlich. Das ist eine Pflicht. Nur dazu, weil man 40 Jahre Funktionär war, davon 13 Jahre Bürgermeister. Im Landesparteipräsidium, Bezirksobmann und so weiter. Da ist das einfach eine Verpflichtung. Ja, was glaubst du, hat es der Willi Zagler heute leicht, einfach? Ist er so Gmatewesen? Na, ich glaube schon. Neue Wege mit vielen neuen Namen und einer Verjüngung ging Zagler auch bei der Gestaltung der Liste der Gemeinderatskandidaten. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe ihn jetzt schon öfter kennenlernen dürfen, also auf verschiedenen Festen oder so, habe ich schon angetroffen und ich finde ihn sehr sympathisch. Die von Willi Zagler präsentierte Aufstellung für den Stadtparteivorstand sowie die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 21. März 2010 wurde mit großer Mehrheit akzeptiert. Beides wurden im Stadtparteivorstand Rosemarie Scheibner und Johann Bernsteiner zu Stellvertretern des Bürgermeisters gewählt. Der Moderator Walter Stückler im Interview mit Bürgermeister Zagler. Ja, Herr Bürgermeister, wie bist du mit deiner Mitgliederhauptversammlung bis jetzt zufrieden? Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden, nicht nur vom Besuch der Parteimitglieder, die wirklich das alles aufmerksam verfolgt haben, möchte auch hier sagen, ein wirkliches Dankeschön an die Mannschaft, die das Ganze vorbereitet hat, die das wirklich in einer tollen Form da hier dargelegt hat. Ich denke, es ist sehr, sehr übersichtlich, wir können zufrieden sein und wenn das so weitergeht, kann ich nur als Bürgermeister, als junger Bürgermeister wirklich sehr zufrieden sein. Wenn man als Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl im nächsten Jahr von den Delegierten mit 90,5% und mit 96,8% der Stimmen als neuer Vorsitzender der SPÖ-Stadtorganisation Köflach gewählt wird, ist es nicht nur eine Erleichterung, sondern dann wird das Ergebnis auch eine Bestätigung seiner Linie sein. Ich denke, nach den ersten Diskussionen können wir wirklich zufrieden sein. Es ist auch vom Landesgeschäftsführer, glaube ich, irgendwo sehr, sehr, sehr wohlwollend anerkannt worden, dass wir von ca. 50 Jahren im Durchschnittsalter auf nahezu 41 Jahren das Ganze verringert haben. Und wir haben wirklich sehr, sehr agile Leute drinnen, die, denke ich, wirklich behaupten zu können, mit Leib und Seele dabei sind, für Köflach zu laufen und für Köflach eine gute Politik in Zukunft zu machen. Und wir können jetzt nur vorwärts denken für Köflach, dass wir für Köflach unterwegs sind, Köflach weiterbringen. Und ich denke, das ist ein guter Weg.